Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Single, Let's Play Standalone, keine Ahnung, was noch für YOLO Tags. Swag, Gold Edition, Pro Edition, only for good players. Genau, Titan Quest, Emerald Throne Add-on, plus Add-on, Minus what the Add-on, fuck. Mal Add-on, geteilt durch Add-on. Spinne, what the fuck, Arachnus, Vasal, Netzläufer, Hashtag Swag. Ja. Wie ich gerade sagte, damit herzlich willkommen zurück. Ahoi. Ich hab vergessen, was die Zauber sind. Okay, das war der Heilzauber. Jetzt gibt's hier erstmal Nacken. So, jetzt gab's hier erstmal Nacken. Wir sind immer noch in Tegea. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest. Hä? Und ja, wieder mit Freddy als Kommentator. Hast du jetzt zweimal angefangen? Nein, ich habe einmal richtig begrüßt und einmal so scheiß begrüßen halt. Also, das, aber du packst jetzt beides in einen Part, oder wie? Es ist beides schon im Part, ja. Alter, wie stark sind die Spinnen, bitte? Sorry. Nee, ist nicht zu entschuldigen. Die Kleinen, die mich auch im Multi umgebracht haben, ey. Das okay. Leben und Sterben, das ist Lafischi. Der Lafischi. Ja, Lafischi. Lafischi ist ein Multi. Okay, wir gehen jetzt in die Fetid-Höhle. Und gehen den kleinen Spinnen nacken. So, zack, Ölwechsel. Haben wir sie doch schon gemacht? Jetzt sagt mir nicht, ich hätte sie nur noch wieder abgeben lassen. So, diese Aufgabe haben wir im Multiplayer verkackt. Du hast die Multiplayer verkackt. Du hast sie verkackt. Du hast das. Du hast keine automatischen Gruppen gemacht, also das ist deine Schuld. Gärtner sind immer schuld. Nein, Gärtner haben immer recht. Es war immer der Gärtner. Wenn es um Morde geht, ja. Es war immer der Gärtner. Wenn es um Morde geht, ja. Hast du einen Timer gestellt? Ja. Danke. Hätte ich nicht gut gerechnet. Ein Foxpenny. Soll ich mir das Humble holen? Weiß nicht, willst du es haben? Anti-Chamber sieht geil aus. Anti-Chamber ist ein ziemlich lustiges Spiel. Ich hab mir gerade erstmal Eichenherz geholt. Falls ich ein bisschen wenig rede, tut mir das nicht mal leid. Doch, tut sich mal eigentlich. Ich hab eigentlich überhaupt keine Lust zu reden. Dieser Part hier kommt Freitag. Freitag müsste der kommen. Bis dahin muss ich ihn noch rendern und ich lade gerade auch noch hoch. Deshalb. Nein, Dienstag kam ja verspätet. Part 10. Heute ist übrigens Dienstag. Genau. Dienstag kam mir verspätet Part 10 von dem Together, weil ich mit Handy hochlade, weil ich mein Datenvolumen nicht aufbrauchen will und mein Handy dachte sich so auf der Arbeit, nö, ich geh jetzt aus. Schaut sich so, ciao! Ja, genau, das dachte ich, weil ich irgendwie 80% schon um irgendwie 9 Uhr verbraucht hatte. Also 80% Akku. Und ich dachte mir dann so, Forze, Asi. Ja, zum Glück sind die Humbles noch im, in Dollar, also das muss ich ja richtig viel Geld zahlen, muss ich 3 Euro für Scheißspiel zahlen. Musst du doch auch so, oder nicht? Nein, so muss ich 3 Dollar zahlen, das sind knapp 2 Euro maximal. Ich glaube, die würden das alles umrechnen. Denkst du, dann würde ich erstmal noch so viele Humbles kaufen? Okay, würde ich wahrscheinlich schon machen, aber die rechnen das alles in Dollar um, bei PayPal. Also in Euro, die machen dann den Kurs, also 70 Cent ist ja 1 Dollar etwa. 71 Cent. Nein, 70,93 oder so. Also der Dollar ist nichts wert eigentlich. Es ist 0,72960 Euro wert. Und das ist von gestern, vom 17. Februar 22 Uhr UTC. Warte mal, ist jetzt der Dollar nichts wert oder der Euro? Der 1 Dollar ist 0,7 Euro wert. Das heißt, der Euro ist wertvoller. Also ist der Dollar nichts wert, okay. Obwohl es die einzige Währung... Ja, jetzt haben wir 4 Euro, spenden wir halt den Rest des Geldes, 4 Dollar meine ich, und dann mir egal, an wen das geht. Willst du das übrigens auch haben? Nein. Ciao. Wieso nicht? Ja, du hast ja was anderes Schönes gekauft. Ich hab mir was anderes Schönes gekauft. Beziehungsweise ich hab's gekauft. Ja, und ich hab's bezahlt. Manche Leute sind nämlich noch nicht 18, dürfen noch nichts auf Amazon bestellen.
Manche Leute heißen Lefischi und sind geil. Hahaha, genau. 4 Dollar und 3 Euro kostet. Chillig. Chiller. Der Helm ist scheiße, den kann ich auch verkaufen. Der Helm ist ziemlich geil, aber ich will mir gekriegt. Ach nee, warte mal. Ich muss es unterscheiden, warte mal. Die Rüstung ist geil. Der Helm ist scheiße. Was ist gerade bei Burger King im Angebot? Weißt du das zufälligerweise? Guck auf die App. Ich hab die App nicht. Schäm dich. Du hast da dumme Schnauze. Ich könnte kurz nachgucken, aber mein Handy steht an meinem Bett. Ich kann doch einfach googeln. Du hast keinen Plan noch mehr. Mehr kannst du nicht tragen. Arschen. Ja, pausieren wir das Spiel erstmal. Ich hoffe, das macht das Let's Play jetzt nicht kaputt. Hat's schon. Okay. Sorry. Okay. Läge ich eigentlich oder so? Da habe ich schlechte Audioqualität. Wieso solltest du schlechte Audioqualität haben? Ja, mein Insta ist gerade ein bisschen langsam. Okay. Ich habe doch jetzt wieder Dato Voluma. Ja, trotzdem, wenn ich scheiß Internet habe, dann könnte ich trotzdem bei dir schlechte Audioqualität haben. Hast du daran schon mal gedacht? Nein. Das geht nicht, das ist immer bestes Internet. Achso, ja. Sorry. Immer diese Gärtner. Okay, mein Hund ist schlecht. Nein, dann ich dachte gerade, mein Hund ist gestorben. Sind das nicht Wölfe? Ja, ich nenn's aber Hund, weil Hund geiler ist. Alter, ich komme nicht aus den scheiß Giftwolken raus. Die haben sie im Let's Play nicht gemacht. Welche Giftwolken? Die Spinnen machen hier Giftwolken. Die machen hier... Alter, übertreib halt noch mehr. Doch, ich glaube, die anderen Spinnen hatten die, also die da nicht. Siehst du? Weil die sind mega hasi, kurz essen. Er ist einfach im Let's Play. Ja. Jo, jetzt hab ich's bezahlt. Steht in der Zahl, jetzt möchte ich doch gerne mein Key haben, du Wichser. Dreckspiel, ey. Ich hätte auch gerne mein Album. Kriegst du aber nicht. Entschuldigung, meine Album-Box-Version. Also ich habe noch keine E-Mail bekommen, dass versandt wurde. Ah, sie? Beeile dich, was möchtest du? Ich will mein Album haben, Alter, ich will Musik hören. Ich rede schon wieder viel zu wenig. Worüber sollen wir denn reden? Keine Ahnung, Mann, ich rede immer so wenig. Wollt ihr ein bisschen Haze kaufen? Ja, wollen wir. Das ist illegal. Alle eine Anzeige. Was? Nie gesagt. Warte mal, 11 Feuerwiderstand, 7 Intelligenz, scheiß auf Intelligenz, Alter, der Schild ist neu. Willst du zuvor Sakura Kamili haben oder soll ich das verlosen hier in diesem Let's Play? Was denn das? Hast du das schon? Ja, leider. Das habe ich mir mal gekauft aus einem Angebot. Das ist so ein Jump'n'Run mit Prügelelementen. Nehme ich. Nein, ich verlose das jetzt in deinem Let's Play. Dann wirst du es eh mir geben, weil ich. Was, okay, was ist die Losaufgabe? Ich will den genauen Läng- und Breitengrad von Wiedersehen. Von einem Bild auf Google Earth, wo sich zwei Pinguine paaren. Wenn ihr das nicht innerhalb von 32 Minuten schafft, kriegt ihr Fisch wieder Spiel. Innerhalb von 32 Minuten, nachdem das Video hochgeladen ist, oder innerhalb 32 Minuten von jetzt an? Noch mehr kannst du nicht tragen, du hast keine Genau, von jetzt an. Ja, bitte. Nein. Okay, von jetzt an. Also ich habe 32 Minuten Zeit. Okay, also mehr als den Part. Gut, ich hab's nach dem Part eh. Noch mehr kannst du nicht tragen, du hast keinen Platz mehr. Justus mal, keine Ahnung, was es ist. Aber Guacamelee, das habe ich mir gekauft. Die Grundeinstellung von dem Spiel ist Spanisch. Ja, hört man doch. Nicht Deutsch oder Englisch, es ist, die Grundeinstellung ist einfach Spanisch. Sie fliegen. Sie, señor, las Prüglas. El gato español. El gato Nazi. Tu madre tiene un bigote. Was? Me gusta los gatos. Me gusta, sí, mucho gusto. Gatos. Muy gran. Gatos muy grande. Ah, der Big King ist im Angebot für 2 Euro. Was ist momentan King des Monats? King des Monats ist gar nichts. Wie jetzt?
Ich find's hier, also, muss kurz gucken. Ja, die Seite ist richtig unübersichtlich gestaltet. Da musst du komplett runterscrollen und die anderen Teile sehen. Sparkings sind hier und Probierwochen. Aber King des Monats steht hier nicht. Wie jetzt? Kein King des Monats, das geht doch nicht. Das kann ich nicht. Ich bin mein King des Monats. Ich liebe den King des Monats, das ist eigentlich immer das, was ich will. Für 99 Cent krieg mein Chicken Nugget Burger, chillig. Morgen Burger King? Morgen Mr. Wu? Morgen Burger King? Aber vorher müssen wir noch bei Real halten und einen Apfelsaft kaufen. Das können wir danach machen. Ja, ich weiß, ich klumpe mein Inventar immer komplett zu. Mach ich doch gerne. Chili Cheeseburger 99 Cent. Mag ich nicht. Sparkings? Sparkings. Vierer King Nuggets 99 Cent. Läuft. Hamburger wie immer halt. Mhm. Aber der Chicken Nugget Burger ist chillig. Ja, das ist chillig. Das kostet normalerweise 1,30, also 1,29. Ja. Schön, 30 Cent günstiger. Nice, läuft. Alter, ich liebe den Chicken Nugget Burger. Ne? Das ist eigentlich der geilste Burger. Also 99 Cent, da kaufe ich mir... Moment mal, Sparking. Doch, King des Monats ist der Long Chicken. Hab ich gerade übersehen. Immer noch. Alter, das ist immer der Long Chicken, wenn ich nachgucke. Ja, aber das Long Chicken King Menü. Ja, immer. Nein, nein, sonst... Also, ich hatte auch schon oft, dass es der Big King war. Das hatte ich schon ein paar Mal. Ja, Big King oder Long Chicken. Oder der Crispy Chicken. Den Crispy einzeln. Chicken habe ich auch schon gesehen, ja. Aber nicht einzeln. Oder den Long Chicken einzeln. Hab ich schon gesehen. Oder, Alter. Double Steakhouse mit Bay. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ah, fuck, der ist so geil, der Burger. Was kostet? Keine Ahnung, bestimmt 20 Euro. Steht hier nicht bei, oder? Ich glaube, im Menü für 7,50 Euro, also King-Menü, also kriegt man die einzeln wahrscheinlich für 4 Euro. Es gibt einen Bacon-Cheeseburger. Mhm. Ja, lecker. Stimmt, aber gibt's den auch bei uns? Klärchen. Also du kannst auch wohl einen Cheeseburger mit Bacon bestellen. Und das sagst du mir jetzt. Du schon wieder. Du kannst alles mit jedem Zusatz bestellen. Komm rum, wir fahren los. Morgen. Moment, ich krieg 4 Nuggets für 99 Cent. Ich glaube, ich kaufe einfach 20 Nuggets für 5 Euro und dann sind noch 3 Burger. Warte mal, plus 4 Rüstung und 5 Stärke oder 8% Durchschlagswiderstand und 5 Stärke? Nein, oder? Ich Durchschlagswiderstand oder Rüstung? Rüstung. Okay. Durchschlagswiderstand, das machen so gut wie keine, das machen wahrscheinlich alle Durchschlagsschaden, aber ich weiß das nur nicht. Gut, hab's getauscht. Moment, da war das. 110.000 Euro. Also, glauben. So. Gesundheitsregeneration und Energie oder wahrscheinlich? Die Chamber. Das den Elysian Tail. So, Swapper und Giant Assisters. Ach, kacke, ich will die alle behalten. Weißt du, was ich haben will? Was denn? Burger King. Ich auch. Okay. Aber sicher. Dann gehen wir Donnerstag nicht Mr. Wu. Nein. Sonst habe ich kein Geld mehr. Mr. Wu kostet 57, Mensch. Ja, aber 57? Du hast am Vortag 7,50 Euro. Gar nicht wahr, nicht abends. Wie viel kostet das abends? Abends kostet es mehr, weil das nicht mehr Mittagessen ist. Hey, da gehen wir einfach mittags dahin. Könnten wir freitags machen. Da musst du auch arbeiten. Nein. Ach stimmt, du hast ja Schule da, aber wie lange geht Schule bei dir? 3. Um 3 bin ich wieder in Zelle. Ciao, ich hab um Scheiße, 11:20 Uhr Schluss. Dann ist ich kann dir was mitbringen. Wenn du da rausgehst, ja, solltest du nicht unvorbereitet sein. Ja, doch, nein, danke. Nicht sicher. Bis zum nächsten Mal. Ich kann deine Ladung leichter machen. Schnauze halten. Du hältst dein dummes Mundwerk. Du hältst die Fresse. Ey, du! Du hältst die Fresse. Und du sagst mir jetzt, dass es einen Bacon-Cheeseburger gibt. Du kannst den Cheeseburger mit Bacon bestellen, wieso sollst du das nicht können? Es gibt extra einen Bacon-Cheeseburger. Keine Ahnung, frag doch mal. Du willst mir sagen, ich kann alles mit Bacon bestellen. Du kannst alles mit allem bestellen, dann wird's halt teurer. Und das sagst du mir jetzt. Ja. Ciao. Ich wohne jetzt da. Kann die auch Bacon mit Bacon bestellen? Nein. Wobei, siehst du wahrscheinlich machen. Ja, kann ich ein bisschen Bacon mit Bacon und Bacon haben? Alter, ich hab bei unserem Eishändler hier schon mal Eis mit Käse bestellt und ich hab's bekommen. Warum?
Da warst du sogar dabei, Mann. Da haben wir. Du meinst immer, ich hätte gerne einmal die ganze Karte und einmal die ganze Karte mit Käse. Meintest du immer, wenn du was zu essen gekriegt hast. So. Und dann bin ich irgendwann mit dir zu gewissen Eiscafés gegangen, die wir hier im Dorf haben. Und dann stehst du so vor ihm und sagst, ja, also er hätte einmal gerne die ganze Karte mit und einmal ohne Käse. Und dann meinte ich so, nein, ich nehme einmal das Eis mit Käse. Und dann hat sie mir eine Scheibe Käse da reingesteckt. Scheiße, Mann. Sie hat mir einfach so eine Scheibe Käse da reingesteckt. Ich meine, so ein Eis und dann liegt da eine Scheibe Käse drauf. Du bist so ein Spaß. Aber voll lecker. Wenn man mit 250 Millionen km/h auf eine rote Ampel zufährt, erscheint sie wegen des optischen Doppel-Effekts grün. Wir müssten jetzt immer nur mit 250 Millionen km/h fahren, dann ist jede Ampel für uns grün. 250 Millionen km/h. Übertreib. Wie viel Meter sind das die Sekunde? Durch 100? Nee, durch 10 mal 100, ne? Durch 10 mal 3. Ja, stimmt. Das ist die Reaktionszeit. Scheiße, ich hab... Das sind 25 Millionen mal... Scheiße, mal 75 Millionen. 75 Millionen Kilometer pro Sekunde fährst du dann. Alter, übertreib halt noch mehr. Und der Bremsweg ist... Was ist 25 mal 25? Ich kann das... denkst nicht, das... Große 1x1. Einfach nur Rechner. 25 mal 25. Das heißt, 625 Millionen Meter ist dein Bremsweg lang. Wie groß ist die Erde einmal rum? 2 Meter oder so. Und bei einer Gefahrenbremse, also Vollbremsung, ist dein Bremsweg trotzdem 312 Millionen, 5 Meter. Also, ja, halt. Wie viele Kilometer sind das? 5. Okay, nice. Okay, wir haben. Kilometer einfach durch 1000, also 312 Millionen 500.000, das sind dann einfach ein bisschen weniger. Wenn es jemand ausgerechnet hat, kann es mir mal ja kurz in die Kommentare schreiben. Dennis schickt mir auch gerade das Bild. Welches Bild? Das, was ich gerade vorgelesen habe. Das war eins von Faktastisch. Ich mag Faktastisch. Ich nicht. Kriegst du Missgeburten. Die kann ich mal einfach im Bild richtig schreiben. Erscheint sie wegen des optischen Doppler-Effekts. Ja, des optischen Doppler-Effekts. Das kann sogar richtig sein. Nein, das ist nicht. Es kann nicht doppelt sein. Es kann nicht doppelt optisch sein. Das ist übrigens noch 2 Minuten. Okay, wir haben in diesem Part nichts geschafft. Außer ein bisschen Haste zu verticken an die Kids. Ich glaube, du hast jetzt ungefähr einen Kunden mehr. Dich? Nein, ich bin schon dein Kunde, du Held. Achso, sorry. Ich muss jetzt übrigens immer mehrmals klicken, damit er mehrmals angreift. Weil ich Ansturm auf linken Mausklick habe. Und ich nehme gleich noch eine Folge auf, weil ich echt nichts mehr habe. Du kannst Ansturm auch gedrückt halten, du Held. Entschuldigung, es heißt nicht Ansturm, es heißt Sperrattacke. Und das kann man nicht gedrückt halten, wenn es auf der Haupttaste liegen hat. Warum packst du hier auf die rechte Taste? Weil ich auf der rechten Taste meinen Heal hab. Ciao! Weil ich den auch auf mich selbst auch noch klicken muss. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was kriegst du da, Fanta? Ja, Fantas Master Race. Das Beste, was es gibt, ist Milch mit Oreos, Fanta und Snickers. Freddy ist ein Snickers. Dr. Fish ist ein Snickers. Bringst du mal an? Am Arsch. Shit. Ich muss echt mehr Süßigkeiten zu Hause haben. Ich bin eigentlich voll der Süßigkeiten-Nazi. Nazi-Report. Lass uns mal ein bisschen Nazi-Pan essen. Da wird ja Jude in der Kammer verrückt. Danke an Madness. 35 Sekunden noch. Ja, ich bin noch gelevelt noch schnell. 30. Welches Level bist du jetzt? So 100 Milliarden? Ungefähr. Ich bin gleich tot. Level 9, glaube ich. Und morgen nehmen wir dann Dings ab, oder? Was? Der Multi? Ja. Morgen ist... Übrigens, falls ihr es vergessen habt, der 19.02.2014. Ja.
Das heißt, ihr seht das in der Zukunft. Das heißt, es war vor... Wann ist das so? Montag. Freitag? Dienstag. Ja, das hier ist der Freitag hoch. Das hier lädt der Freitag hoch, ja. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Morgen, Mittag, Tag, Nachmittag, Leben, Zeit. Haut da rein, Leute. Tschüss. Ciao.